Schön morgens mit fliegenden Tellern aufwachen. Geil. Ey, ey. Puppe. Hey. Der Sonnenaufgang über dem Meer ist wunderschön. Genau wie deine Haare. Mhm. Danke, das liebe ich seit meiner Kindheit. Was, deine Haare? Oh, guck mal, da kommt schon wieder ein Spitzchen. So, wir haben uns ja dazu entschlossen, größere Felder zu machen. Tschüss, Mädel. Nein, wir haben uns ja dazu entschlossen, größere Felder zu machen. Ich sag doch, das ist nicht dasselbe Holz. Hab ich doch gesagt. Ihr habt mir nicht geglaubt. Ihr habt mir alle für wahnsinnig gehalten. Und große Erzemacher wäre eigentlich auch echt cool. Mann. Stimme meldet sich schon wieder AFK. Pyria. So, Melonen sind hier fertig, keine. Schockieren mich das tun. Denn ich habe glaubens Melonen fertig. Aber das hier werden noch keine Melonen, oder? Das werden keine Melonen. Gar keine fertig, echt nicht? Oh. Dann sind bestimmt auch nicht die 64er da unten fertig. War ich habe das bestimmt alles auf einmal gemacht hier. Grace ist nicht. Meine Tiere rauskegeln. Untouched. Ist ja gut. Ich bürste dich ja. So unbedingt gebürstet werden willst. Die Melonen sind auch nicht fertig. Ich bin so enttäuscht gerade. Mein Leben besteht gerade voll aus Enttäuschung. Das ist irgendwie voll. Ich habe die Eier nicht mitgenommen. Fliegt schon wieder Essen halb im. Ob das jetzt ewig bleibt, das Essen? Fange ich einen neuen Spielstand an. Richte mich auf. Machen wir neu. Zeug in meiner Hand, ey, ehrlich, das ist viel zu viel. So, hier wachsen Bäume, die können wir langsam bald mal wieder fällen, das ist schon wieder viel zu viel. Die Bäume. Die Bäume, sag ich euch. Das war's schon? Ne, das da noch. Und das hier. Wow, 1500. Mensch. Ja, morgen im Stream werden wir ganz schön viel Geld machen, wa? Wenn wir unseren ganzen Scheiß erstmal verkaufen. Ich würde sagen, vielleicht sind dahin auch die Bäume wieder fertig, aber das dauert jetzt, glaube ich, erstmal noch wieder ein ganz schönes Stück. Das dauert, glaube ich, auch wieder. Bis hier irgendwelche Bäume wieder fertig sind. So, Zuckerrohr. Naja, einfach nur mit der Taste drücken hier durch. So, ich guck noch mal wieder nach Crystal. Nach Crystal Oliver. Walala. Weil zwei, glaube ich, brauchten wir noch. Dafür ist der Sommer eigentlich ganz gut, weil im Sommer regnet es ja immer nur. Ein.
Na, da ist noch 14. Das war's, glaube ich. Scheiße. Nur ein. Aber wir brauchen auch noch mehr. Ich weiß, es schockiert euch alle, aber ich bin nur am Überlegen, ob wir wieder in die Mine gehen, um ein paar Diamanten zu farmen, damit wir noch ein paar Diamanten vielleicht raufhauen können. Weil das sind 10.000, beziehungsweise 12.000. Das wäre vielleicht eigentlich gar nicht mal so doof. Da kann er noch so gucken. Ich weiß, ich hasse die Mine wie die Pest. Es wäre vielleicht... Wäre vielleicht nicht verkehrt. Die kriegst du ja am besten aus den Erzadern hier. Diese, die Diamantendinger. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf die Mine. Ich bin Ebene 3. Gott, das war eine furchtbare Zeit hier. Da fliegt Essen. Aua, was ist das? Ist doch keine Erzader, aber... Hier ist keine Erzader. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf die Mine. Warum ist hier keine Erzader? Jetzt mal ernsthaft. Tiefer als Ebene 10 gehe ich nicht. Wenn bis dahin keine Erzader auftaucht, ne, dann kriege ich aber auch echt einen Vogel. Gehen wir da rein, um Diamanten zu sammeln. Natürlich, natürlich. Weil aus den Erzadern kriegt man das ja immer. Das ist total spannend hier. Tschüss. Das hat sich richtig gelohnt. Cool. Finde ich gut, dass sich das so gelohnt hat. Finde ich gut, dass wir das gemacht haben. Was für ein nutzloser Ausflug, Alter. Was für ein unsagbar nutzloser Ausflug. Warum kam da keine Ader? Das gibt's doch gar nicht. Bist du da mit zwei, drei Diamanten rausgegangen, weißt du, und jetzt findest du keine einzige Ader. Ich gehe wieder in meinen Schuppen da hinten, da können wir dann besser arbeiten. Glaub's ja wohl. Ich glaub's ja wohl, doch. Oh, Erz, das können wir mal mitnehmen. Sehr schön ausbauen. Ein bisschen was rausholen. Damit sich das auch alles lohnt. Wie das Gold stehen lässt. Da hinten ist übrigens noch der Erz. So lässt sich dieses Erz, ehrlich. Das willst du mal richtig wissen. Naja, aber Schürfen sieht ja schon ganz gut aus. Vielleicht kommen wir tatsächlich bald Schürfen Level up. Das wäre ja echt cool, wenn es 10 ist und wir eventuell so einen besseren Barrenmacher kriegen. Das wäre halt super, ne?
Einmal haben wir dann einen Barrenmacher mehr. Und zweites Mal haben wir dann Barrenmacher mehr. Und kriegen vielleicht mehr Ertrag aus dem... Weißt du, einfach ein Erz mehr würde schon so viel bringen. Das wäre schon... Das wäre schon alles Welt. Alles wert. Alles Welt. Ah, ich will auch das große Haus. Das sieht voll cool aus. Alter, das Haus sieht wirklich cool aus. Das ist wirklich schick. Schick ist das. Den Dreck hier verkaufen. So, wie viel haben wir? 9. 9 ist gar nichts. Komm langsam mit dem Fell wieder nicht hinterher. Sehr schön. So, wieder ein bisschen was zu verkaufen. Und dann wollte ich noch mal... Wollte ich nochmal zum uralten See wieder gehen und die Dinger auffüllen, weil ich glaube auch, dass der See eventuell wieder dreckig ist. Ja, oder auch nicht. Füll die Dinger trotzdem jetzt auf. Oh, wir brauchen auch bald mal wieder Kohle. Habe ich überhaupt noch genügend Kohle? Um alle aufzufüllen? So viel Kohle habe ich gar nicht mehr. Was? Keine Kohle mehr? Wie ist denn das passiert? Ich meine, die Kohle ist nicht teuer, die können wir uns leisten. Wir können uns eh alles leisten. Weißt du, wie viel Geld ich in der Truhe habe? Ich nicht. Aber bestimmt einen ganzen Haufen. Ein bisschen habe ich aber noch, ne? Ja, ein bisschen Kohle habe ich noch. Oh, eine alte Gegenstandskiste. So, 21 können wir nochmal herstellen. Nein, drückt da bloß nicht wieder ja, dann müssen wir wieder alles reinsortieren. Krieg ich Vogel bei. Aber rein theoretisch müsste der See bald dreckig werden. Dass wir dann da wieder ran können und wieder den aussaugen können. Hä? Mit welchen hier? Nein, oh Gott, ich bin verwirrt. Nein, hier will ich auch nicht hin. So, jetzt aber. Jetzt glaube ich, kommen wir da an, wo ich hin will. Ja, nice. War ein bisschen verwirrt. Oh Gott, wir brauchen aber auch nochmal wieder 15... Oh Gott. Wir müssen definitiv Kohle das nächste Mal... Oder eigentlich jetzt gleich nochmal kaufen. Dann können wir noch ein bisschen Kohle herstellen. Können die nämlich gleich losarbeiten, wenn der See schmutzelig ist. Schmutzelig. Ich wünsche, man könnte was mit der Erntegöttin machen. Rein theoretisch müsste der Gemischwarenladen das erführen. Gemischwarenladen. Ja. Materialien.
50.000 pro Erzklumpen, das ist wirklich, wirklich hart. Also 50.000 pro Erdklumpen ist wirklich, wirklich hart. So. Easy peasy. Einfach mal wieder mit den Leuten reden. Das machen wir jetzt sowieso viel seltener, wo wir verheiratet sind. Da lohnt sich das nicht mehr so. Da fühlt sich das so an, als ob es sich nicht mehr lohnt, mit den Leuten zu reden. Ist voll gemein, ich weiß, aber die wirken so nutzlos, die Menschen. Die wirken so nutzlos. Klar, die Events sind super, aber ich fand die Liebes-Events immer schön. Schade, dass das nicht mehr geht. Das ist bald fertig. Oder auch jetzt. Kriegen wir bald wieder ein paar Barren zusammen. Die Kohle packe ich hier wieder rein. Holz, 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 Holz. Morgen müssen ein Großteil der Melonen fertig werden. Dann weiß ich nicht, was wir da tatsächlich noch haben. Ich weiß nicht, was wir angebaut haben. Aber es werden, glaube ich, keine Melonen mehr sein. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Wenn das Melonen sind, dann war das ziemlich doof von mir. Die werden morgen fertig sein, der 64er Stack. Der Honig wird auch fertig sein. Vielleicht werden ja sogar die Pilze zum großen Verkaufstag morgen fertig. Aber ja, auch nochmal wieder. Das sind ja auch nochmal fast 10.000. So, wir sind wieder ein bisschen leer. Wobei ich echt gerne nochmal das Fell abwarten würde. Ich wünsche, das würde man sehen. Aber was habe ich angebaut? Die Melonen werden, glaube ich, alles, was jetzt hier noch Melone ist, wird morgen fertig. Und dann habe ich was noch angebaut? Ich habe keinen Plan. Ich gehe jetzt noch ein bisschen angeln. Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe, aber wir machen es halt einfach. Hauptsächlich, um ein bisschen die Zeit totzuschlagen, weil ich möchte da unten nochmal das Fell-Ding machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendetwas Neues noch fangen. Ich vermute auch quasi, um neue Dinge zu fangen, müssten wir auch in der Höhle mal angeln. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, weil da haben wir bis jetzt gar nicht geangelt. Wir haben oben im See geangelt, wir haben hier im Meer geangelt, an jedem Spot. Aber in den Höhlen haben wir eigentlich noch nicht so wirklich geangelt. Aber da kriegst du bestimmt auch irgendetwas raus, was irgendwas wert ist, wa? Da gehe ich mal ganz stark von aus. So. Fisch brauchst du auch nicht wirklich verkaufen. Das ist nicht wirklich viel wert. Habe ich mein Schnurzel, aber ich glaube auch heute Morgen wieder, oder? Mhm. Mein Vater ist nervig, ja. Ja. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Danke für die Info. Dann gehen wir halt rechtzeitig ins Bett. Ah, komm schon. Oh, diese ganzen Muscheln. Komm schon, ich trampe noch ein bisschen auf den Dingern hier rum. Na endlich, danke. So, dann haben wir nämlich morgen nur noch ein Fell, was da übrig ist. Dann können wir unser Strickgarn wegmachen und ah, das ist gut, das ist gut. Ah, ja, das ist super. Toll. Dann müsste das Eisen da oben fertig sein. Dann können wir über Nacht noch neu Eisen laufen lassen. Ah, ja, so muss das sein. So, dann haben wir wieder 20. Dann können wir schon wieder zwei Sprenkler herstellen. Ist leider sehr... Das war's? Mehr nicht? Echt? Das war aber ein Schlag ins Gesicht dann. Naja, ist ja auch egal. Ich mache das ja nicht des Geldes wegen, sondern des... Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache, ehrlich gesagt. Wir brauchen es nicht. Hier fliegt auch Essen. Ess das doch erstmal auf, Mensch. Das fliegt hier schon seit 2-3 Tagen. Anstatt immer neu zu kochen, mal aufhören, oder mal anfangen, das fliegende Essen hier überall im Haus und in der Welt mal aufzuessen. Übrigens haben wir immer noch nicht unsere Klamotten gekauft. Abgeholt. Aber da denke ich auch bestimmt beim nächsten Mal wieder nicht dran. So, ich mache jetzt aber Feierabend und morgen ist dann eigentlich der Tag der Tage, wo wir irgendwann
Livestream. Irgendwann Livestream. Irgendwann verkaufen. Ich bin echt gespannt, wie viel Geld wir da rausbekommen. Ich bin wirklich super gespannt drauf, aber das sehen wir erst morgen im Livestream, ne? 18 Uhr geht's los. Sei dabei. Ich bin jetzt weg. Gute Nacht. Tschüss.